Nun werfen wir einen Blick auf die Benutzeroberfläche. Hier natürlich das Hauptfenster, in dem dein Text entsteht. Die Darstellung des Hauptfensters kannst du über den Reiter Ansicht auch noch anpassen. Hier empfehle ich dir beispielsweise, die Lineale einzublenden. Das ist vor allem dann wichtig, wenn du spezielle Einzüge oder Tabstops auf der Seite platzieren möchtest. Hier kannst du auch mehrere Seiten nebeneinander anzeigen oder verschiedene Modi, zum Beispiel den Lesemodus, der bequemer ist, um eine Word-Datei zu betrachten, wählen. Wenn wir schon in diesem Menüband sind, du siehst, es hat verschiedene Reiter. Standardmäßig ist Start geöffnet mit den wichtigsten Befehlen, vor allem zur Formatierung des Textes, zu Textfarbe, Größe, Ausrichtung und so weiter. Da kommen wir später noch darauf zurück. Im zweiten Reiter kannst du Elemente auf deiner Datei platzieren. Zum Beispiel kannst du eine Tabelle einfügen, ein Bild oder eine geometrische Form, aber sogar auch ein Video. Wichtig vor allem zum Beispiel für Bildunterschriften wäre das Textfeld, das also ein Rahmen mit einem Text, der frei verschiebbar ist, einfügt. Unter Entwurf kannst du die Gestaltung der Seite festlegen. Ich persönlich mache das lieber manuell, aber wie du siehst, kannst du beispielsweise das Aussehen des Titels und der Überschriften für die ganze Datei festlegen. Der nächste Reiter, der ist aus meiner Sicht wieder wichtiger. Hier im Layout-Reiter kannst du die Seitenränder bestimmen. Du kannst das Blatt drehen, also ein querformatiges Blatt wählen. Du kannst mehrspaltigen Text einstellen. Du kannst Einzüge anpassen, das heißt, du bestimmst, wo der Text beginnt. Du kannst Abstände zwischen den Absätzen bestimmen und so weiter. Die weiteren Reiter, die schauen wir in einem späteren Lernfilm dann an. Die sind eher so für Profis gedacht. Um wirklich effizient zu arbeiten, lohnt es sich bei gewissen Befehlen, sich den Kurzbefehl zu merken. Zum Beispiel, wenn du eine Schrift fett machen möchtest, so wäre das also Steuerung Umschalt F oder um etwas zu kopieren, wäre es Steuerung C und so weiter und so fort. Damit kannst du wesentlich effizienter arbeiten. Bei all diesen Reitern habe ich wohl den wichtigsten bis jetzt noch unterschlagen. Der ist auch ein bisschen abgesetzt, beziehungsweise die Oberfläche sieht dann plötzlich anders aus. Wenn wir auf Datei klicken, so können wir hier eine neue Datei erstellen. Wir können eine öffnen, wir können die bestehende Datei speichern, beziehungsweise unter einem neuen Namen speichern. Wir können sie drucken, über irgendeinen Kanal freigeben, in ein anderes Format exportieren. Ja, das sind so die wichtigsten übergreifenden Funktionen. Zu den Optionen kommen wir im nächsten Film. Wichtig aber noch hier unten, da kannst du in die Seite rein oder auch wieder rauszoomen, um also etwas genauer arbeiten zu können. Du hast hier wieder die verschiedenen Modi, also Seitenlayout ist das standardmäßige. Du kannst aber hier auch wieder in den Lesemodus wechseln. Und hier drüben hast du allgemeine Informationen, also auf welcher Seite dass du dich befindest, und hier werden die Wörter gezählt. Hier lässt sich die Rechtschreibeprüfung aktivieren.